sind. Viel Spaß und ich übergebe das Wort an Peter. Bitteschön. Ja, danke schön. Ist mein Mikro an? Ja, danke schön. Also danke für den Megatrend, vor allen Dingen erstmal Michael. Megatrend 3D Gaming. Wir sind hier auf der Gamescom und das bedeutet, dass man ja nicht nur eine Konsole haben muss, die 3D-fähig ist und ein Spiel haben muss, sondern man muss ja vor allen Dingen ein Wiedergabegerät haben, ein Monitor, ein Fernseher, der entsprechend 3D kann. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. 3D ist in jedem Fall seit einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt. Und jetzt schon ist jeder sechste Fernseher, der in Deutschland verkauft wird, ein 3D-fähiges Gerät. Allerdings die meisten Geräte noch mit einer etwas älteren Technologie. In der Zeit ist auch eine ältere Technologie, denn die neuere Technologie kommt von LG, seit wenigen Monaten in Deutschland, nämlich die Cinema 3D-Technologie. Die bisherige konventionelle Technologie ist ja mit einer Shutterbrille, die kosten 80 bis 100 Euro. Man kann in einem sehr eingeschränkten Gesichtsfeld nur 3D empfangen oder sehen. Wir haben Cinema 3D, die Brillen kosten 2 Euro. Wir packen jedem Fernsehgerät 7 Brillen bei, sodass man direkt mit der ganzen Familie entsprechend 3D genießen kann. Die von Ihnen hier die Brille noch nicht anhaben, auf den Tischen liegen welche, nehmen Sie mit nach Hause. Die Brille hat wirklich einen Wert für den, der es betrachtet, aber keinen kommerziellen Wert in dem Sinne, denn die Technik ist im Gerät drin. Die Technik ist entsprechend hier in dem Projektor bzw. im Fernseher drin. Dort wird 3D gemacht und nicht in der Brille. Und das ist das Besondere. 3D von LG ist die Cinema 3D-Technologie, ist nicht nur, ich sag mal, preiswerter zu erstehen, sondern zertifiziert besser. Wir haben eine hundertprozentige Flackerfreiheit, das hat uns der TÜV bestätigt. Wir haben vom VDE Full HD bestätigt bekommen, also absolut hohe Auflösung. Und wir haben über Infratest jetzt eine Befragung gemacht, beziehungsweise eine Doppelblindstudie. Da wurden zwei große 42 Zoll Monitore verglichen, die Logos wurden abgeklebt und es wurde einmal die alte Shutter-Technologie und die neue Technologie von uns verglichen. Und es sind 22 verschiedene Parameter, die abgefragt wurden, von Bildqualität über angenehmes Tragen der Brillen und so weiter. Alle Parameter sprechen für unsere Technologie, haben diese 100 Probanden dort bestätigt. Und es macht uns natürlich sehr glücklich. Wir sind sehr froh über die Situation und ich glaube, damit ist der Durchbruch auch in die Gaming-Welt vorgezeichnet. Und wir freuen uns da natürlich auf gute Geschäfte, aber auch auf glückliche Verbraucher. Danke. Ja, einer applaudiert, danke sehr. Das ist sehr freundlich. Vielen Dank, Peter. Du hast was zum Status quo der aktuellen 3D-Technologie, besonders bei unseren Fernsehern, gesagt. Oliver Kuhl wird jetzt einen kleinen Blick auch noch in die Zukunft werfen. Ich glaube, ein Produkt, weshalb viele Leute hier sind, fällt in seinen Bereich und er ist unglaublich stolz darauf. Die Kollegen vom TV waren gerade auch schon den ganzen Tag da eigentlich. Und Olli, ich glaube, du wagst jetzt nochmal einen kurzen Schritt in die Revolution, weitere Revolution von 3D. Bitte, Olli. Ja, danke Michael, danke für die hervorragende Überleitung. Danke Peter. Ja, ich bin stolz auf die Technologie, die LG hier zur Verfügung hat. Ich sehe ungeheure Möglichkeiten, die auf uns zukommen. Mein Bereich, den ich verantworte, der heißt ISP. ISP, das steht für Information System Products. Das sind eine ganze Reihe von Produkten, die natürlich auch zum Thema 3D eine Menge Herausforderungen haben und es ist toll für Sie, dass Sie heute schon Zeuge werden dessen, was wir hier heute vorstellen möchten. Ich möchte ein Produkt herausheben, das ganz besonders erwähnenswert ist. Das ist der D2000. Das erste 20 Zoll 3D-Gerät, ein TFT-Monitor, der ohne Brille betrieben wird. Und das ist natürlich herausragend, denn wir setzen eine Technologie ein, die darauf basiert, dass wir eine Eye-Tracking-Technik haben, die am oberen Bildschirmrand so aufgebaut ist, dass eine kleine Kamera die Spieleraugen immer genau positioniert und aufgrund der Positionswechsel, die man vornimmt, werden hier durch die Parallaxenbarriere-Technologie Helligkeit und Kontrast so verändert, dass der räumliche Effekt stets erhalten bleibt. Hinzu kommt natürlich, dass auch 2D-Inhalte, Spiele und
Bilder, Filme genauso in 3D und räumlich dargestellt werden können. Eine großartige Technologie, und es gab immer wieder auch Ankündigungen zu großartigen Technologien. Manchmal hat der ein oder andere sogar daneben gelegen. Es gab 1985 mal jemanden, den Sie alle kennen, der sagte, tragbare Computer sind ein Nischenthema. Zugegebenermaßen ist es lange her, aber derjenige, der das sagte, hieß Steve Jobs. Und somit wissen wir aus heutiger Sicht, es hat sich doch etwas anders entwickelt. Es gibt noch eine interessante Prognose, die gab es 2005 von einem Alan Sugar, seinerzeit der Chef der britischen PC-Manufaktur Amstrad. Der sagte, der iPod ist eine Eintagsfliege. Und Sie werden sicher gemerkt haben, dass diese Aussagen erstens eine gewisse Art von Skepsis beinhalten und zweitens auch eine Aussage dazu, was die Menschen nicht brauchen, also den iPod oder eben einen tragbaren Computer. Die Gründe dafür mögen ganz einfach sein, dass man schlicht eine Fehleinschätzung abgegeben hat oder letztlich auch nicht das Vorstellungsvermögen hatte, dass es so kommen würde. Und am Beispiel von Apple und dem iPod wird doch sehr deutlich, wie sich die Bedürfnisse der Menschen verändern, wie durch IT-Produkte, durch Technologien und Lösungen unser Alltag komplett verändert wird und diese Technologien Einzug halten in unser ganz normales Leben. Wir von LG haben ein sehr hohes Vorstellungsvermögen. Wir gehen deshalb ganz pragmatisch an das Thema heran. Und unsere Prognose lautet daher, 3D wird den Alltag der Menschen maßgeblich verändern. Die Aussage beinhaltet etwas, was die Menschen alle brauchen, nämlich Vergnügen. Ich wünsche Ihnen allen auch weiterhin mit LG viel Vergnügen. Vielen Dank. Ja, danke Olli. Wie gesagt, Oliver vertritt das Produkt, das hier am meisten Aufmerksamkeit erregt bei der Presse. Da vorne steht es. Michael vertritt Produkte, die in den vergangenen Monaten eigentlich die meiste Aufmerksamkeit der Presse erregt haben. Unter anderem das Optimus 3D. Und ja, ich denke, du wirst jetzt noch einiges dazu sagen, wie es läuft und wo die Reise vielleicht auch noch hingehen kann bei Smartphones im 3D-Bereich. Michael, bitte. Ja, versprochen. Ich werde mich auch kurz fassen. Erstmal sage ich jedem Prost. Es gibt einige, die anständigerweise warten mit dem Cocktail. Nein, die Cocktails sind zum Sofortverzehr gedacht. Bitte nicht warten, sondern genießen. Jetzt zum Thema Mobilfunk. Warum ist Mobilfunk auf der Gamescom vertreten? Ich denke, es ist relativ plausibel. Wir haben Smartphones entwickelt. Wir waren letztes Jahr noch nicht wirklich präsent mit dem Thema Smartphone von LG. Inzwischen haben wir mindestens aufgeholt zum Wettbewerb und haben ein paar sehr spannende Produkte gelauncht dieses Jahr. Wir setzen auf das Android-Betriebssystem. Das ist einer der Trends im Mobilfunkbereich. Android bietet sensationell viele Spiele. Mal eben über den Android Store runterladen und ich habe ein Spiel von jung bis alt. Ein Spiel, was ich 5 Minuten genießen kann oder auch abendelang spielen kann. Das ist für mich schon relativ selbstverständlich. Was haben wir als LG zusätzlich entwickelt? Wir haben im März vorgestellt, das LG Optimus Speed, das P990, in Zusammenarbeit mit Nvidia entwickelt. Mit dem Tegra 2 Chipsatz sind wir weltweit führend unterwegs gewesen und haben das erste Dual-Core-Smartphone in den Markt gebracht. Wir haben eine Gaming-Engine dabei, die LG und Nvidia deutlich begeistert und darauf Spieleentwicklungen ermöglicht, Grafiken ermöglicht, die vorher nicht vorstellbar waren. Zusätzlich biete ich einen HDMI-Anschluss oder DLNA, das heißt, ich kann meine Bilder, meine Spiele, meine Musik einfach auf mein Home-Stereo-System übertragen, wie ich es von LG kenne. Ich benutze die Fernseher in 2D-Technik, wie ich sie von zu Hause kenne, einfach HDMI-Kabel anschließen und Gaming genießen. Der nächste Schritt war das Optimus Pad. Es gibt ein Tablet-PC von LG,